entschleunigen. Entschleunigen ist das Zauberwort, die Magie in unserem Leben. Um endlich den Gedankenmüll zu sortieren und zu erkennen, dass die einzige Zeit, die existiert, der Augenblick ist. Genau diese Augenblicke des Lebens sind die, wo wir tatsächlich Zeit für uns hatten, füreinander da waren und füreinander das Leben zelebriert haben. Genau zu diesem Zwecke habe ich jetzt diese CD gemacht, die Herztrommel heißt. Sie gibt es beim Schirner Verlag zum Kaufen. Ja, es geht mir ums Entschleunigen, um in sich zu gehen, sein Herz zu fühlen, zu spüren, sich wahrzunehmen, seinen innerlichen Frieden finden, eins zu werden mit der Mutter Erde und dem Universum, sodass das Herz wieder so leicht wie eine Feder wird. Diese CD, Herztrommel, ist in 32 BPM gespielt. Genau dieser langsame Rhythmus, dieser langsame Takt, um zu entschleunigen. Mit einer Herztrommel, die auf 46 Hertz gestimmt ist, gespielt. Und der Ton ist genau der Ton, den man als Baby im Mutterleib hört, wenn die Mutter in ihrer Mitte ist und absolut entspannt ist. Auch Tiefschlafphase kann man dazu sagen. Fühlt hinein diesen Rhythmus. Gesprochenen Texten, um zu entschleunigen, vom Alltag loszulassen, tief einatmen, annehmen, tief ausatmen, loslassen. Immer tiefer und tiefer und tiefer tauchst du nun ein in die absolute Entspanntheit, um zu fühlen, wie es ist, ein Herz zu haben, das so leicht ist wie eine Feder. Liebe ist Heilung, Heilung in Aktion. Möge Heilung geschehen nach dem Plan der Seele. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.
herzlich willkommen zu deiner Zeremonie. Deiner Zeremonie. Für dein Herz. Hier einiges als Vorbereitung für dich. Wenn du jedoch schon Erfahrungen in Zeremonien hast, dann kannst du gleich zur Herzzeremonie weitergehen. Ich bitte dich, dir deine Zeit zu nehmen. Einige Augenblicke, in denen du dich ganz frei fühlst.